Herzlich willkommen. Wir starten nun mit der Mittagsvorlesung. Und es freut mich, dass Uwe Kränke diese hält. Die Folien sind schon aufgezogen. Wir hatten sie bereits für 2020 verabredet, aber dann kam eben Corona. Und ob Uwe nun seine damaligen Überlegungen präsentiert oder sie neu gestaltet oder akzentuiert hat, das wird er uns vielleicht nebenbei wissen lassen. Uwe Kränke ist den meisten hier Anwesenden bestens bekannt. Er ist seit 2016 beim Berliner Methodentreffen. Damals war er gleich Podiumsteilnehmer in einer Diskussion zum Zustand Stand qualitativer Forschung. Und seitdem bietet er auch hier regelmäßig Workshops und wahlweise Forschungswerkstätten eben zur Sequenzanalyse an. Dass wir ihn eingeladen haben, verwundert nicht, denn nach wie vor finde ich, dass sein gemeinsam mit Frank Klemann und Ingo Matuschek vorgelegtes Buch Interpretative Sozialforschung, eine praxisorientierte Einführung, ein sehr gelungenes Werk ist, in dem eben verschiedene Ansätze, Konversationsanalyse, Narrationsanalyse, dokumentarische Methode, objektive Hermeneutik, systematisch behandelt werden. Und das Buch ist auch deshalb gut, nicht nur, aber auch wegen der beiliegenden CD mit Ausschnitten aus Interpretationssitzungen, die dann Einblicke eben auch in die Forschungspraxis geben. Schon in diesem Buch deuten sich die Grundlinien an, die er wohl, vermute ich, auch in seinem Vortrag auf die Haltung kommt es an, zur Heuristik qualitativer Forschung kartieren wird. Noch kurz ein paar Worte zu Uwe. Uwe kommt aus der Nachbarschaft. Er ist Professor für qualitative Forschungsmethoden an der Medical School in Berlin. Er hat Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität studiert und absolvierte dann hier an der FU das damalige Zusatzstudium Qualitative Methoden in den Sozialwissenschaften. Ein Studium, das auf Initiative von Ralf Bonsack, Hans Oswald, Jörg Bergold und anderen zurückging. Und seine Habilitation hat er auch an der Humboldt-Universität geschrieben. Er ist also ein Wahlberliner, zwischenzeitlich mit den Stationen Bielefeld, Chemnitz, Klagenfurt und Linz und damit auch ein gesprochen guter Eröffnungsredner eben für das Berliner Methodentreffen. Aber natürlich haben wir ihn nicht nur eingeladen, weil er Lokalvertreter ist, sondern eben ein Kenner der qualitativen Forschung aufgrund seiner vielfältigen Arbeiten, ich habe das nur angedeutet, und auch als jahrelanges Mitglied im Vorstand der DGS-Sektion Methoden der qualitativen Sozialforschung. Uwe, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Ich freue mich wirklich sehr und glaube auch alle hier im Hörsaal 1. Herzlich willkommen. Als ich hierher gekommen bin in den Hörsaal, bin ich auf Plakate gestoßen und auch am Eingangsbereich, da stand Uwe Kränke, auf die Vielfalt kommt es an, Mittagsvorlesung. Und ich dachte, oh, vielleicht bin ich hier doch falsch, gar nicht bei meiner Veranstaltung. Also da hat sich das Thema doch sehr verändert, ist irgendwie meandert, finde ich ein interessantes Phänomen. Ich weiß nicht, welche Botschaft mir damit vermittelt werden soll, was ich vielleicht hätte vortragen sollen. Ich meine mich aber zu erinnern, das ist der Titel gewesen der schon angesprochenen Podiumsveranstaltung. Und damals bin ich noch als junger Wilder vorgestellt worden. Und vielleicht ist das ja die Botschaft, dass ich noch als solcher gelte, was mich erfreut, ob meines fortgeschrittenen Alters. Mein Thema ist die Forschungshaltung. Und das ist ein Thema, wo ich der Meinung bin, das ist so eine grundlegende Bedingung dafür, dass qualitatives Forschen überhaupt möglich ist. Und das ist aber eine Grundbedingung, die wir gar nicht so oft in den Blick nehmen, die so latent vorhanden ist und wir sehr selten thematisieren. Insofern bin ich froh, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken zu dürfen. Und wie man ja auch an dem Untertitel sieht, geht es mir gar nicht so um die Forschungshaltung an und für sich, sondern ich frage eher, welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Art und Weise, wie wir uns selbst sehen, also ein Selbstbild formieren von uns als forschende Person, wie wir auch uns positionieren im Untersuchungsfeld einerseits, andererseits auch in der Scientific Community, insbesondere wenn wir uns mit anders arbeitenden EmpirikerInnen auseinandersetzen, wie wir auch umgehen mit der Methodologie, mit der Methodik, mit Grundlagentheorie, wie wir mit Daten umgehen und das Ganze einfließen lassen in die praktische Forschung. Ich glaube, das sind so ganz wesentliche Akzente, die eigentlich die Forschungshaltung eines Forschenden oder einer Forschenden ausmachen.
Und mich interessiert, inwiefern da eine Verbindung besteht zu der Art der Erkenntnisgewinnung. Deswegen der Untertitel, das ist eigentlich vor allem um die Heuristik, mir geht in meinem Vortrag. So, wenn die Rede ist von Forschungshaltung im Rahmen qualitativer Forschung, dann wird oft dieses Adjektiv explorativ benutzt oder davor gesetzt. Und das wäre so ein Hinweis, dass wir Forschenden doch eher diese Entdeckenden sind, die interessiert Neugierigen. Ja, aber was es damit auf sich hat, das gilt es schon nochmal genauer zu befragen und den ersten Zugang sozusagen, was könnte dieses Explorative der explorativen Forschungshaltung sein, den will ich machen mit einer Variante, die vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich klingt, wobei ich glaube, ich bin nicht der einzige Kollege, der die Aufmerksamkeit lenkt auf eine Filmsequenz. Sicherlich vielen bekannt, die Feuerzangenbowle. Man sieht hier den Hauptdarsteller rechts im Bild in diesem Klassenraum-Setting sitzen, Heinz Rühmann, aber um den geht es gar nicht in dieser Sequenz, die ich gerade vorspiele, weil die entscheidende Figur ist der Physiklehrer, der hier auch schon bereitsteht, um das Rednerpult zu erklimmen, weil er nämlich das Thema vorstellen will und das Thema dieser Stunde ist die Dampfmaschine. Und wir hören einfach mal kurz rein. Wo sind wir denn dran? Aha, heute haben wir die Dampfmaschine. Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, eine Dampfmaschine, das ist eine große, runde, schwarze Raum. Und der große, runde, schwarze Raum, der hat zwei Löcher. Das eine Loch, da kommt der Dampf rein. Und das andere Loch, das kriegen wir später. So, was hat nun die qualitative Forschung mit der Beschreibung der Dampfmaschine zu tun? Was wir mitnehmen können aus dieser Sequenz sind drei Imperative. Der erste Hinweis, den uns dieser Physiklehrer gibt, ist, dass wir so einen Blick der Befremdung einnehmen sollten. Ja, er fängt ja an, seinen kurzen Monolog, was ist eine Dampfmaschine, mit der Bemerkung, da stellen wir uns ganz dumm. Und diese künstliche Naivität, in die wir uns als Forschende von Zeit zu Zeit versetzen sollten, das hat enorme heuristische Effekte. Diese Art Befremdung können wir uns in zweierlei Richtung vorstellen, gewissermaßen wie so eine Dialektik. Also zum einen, ich glaube, auch von einem Normalfall zu sprechen, gerade wenn ich mich dem Untersuchungsfeld nähere und mich da so aufhalte, habe ich das Gefühl, ich verstehe überhaupt nicht, what's going on here. Und alles ist mir fremd, nichts Bekanntes ist vorhanden und eine heuristische Strategie wäre es, in diesem Unbekannten mir vertraute Muster zu suchen. Also bestimmte Phänomene, bestimmte Ablaufprozesse etwa oder eben Mechanismen zu identifizieren, die ich eigentlich aus anderen Kontexten, vielleicht sogar aus der Wissenschaft selbst, kenne. Und schon wird mir das vermeintlich Befremdete eigentlich vertraut. Ja, ich bekomme einen Überblick, einen Einblick und kann Erkenntnisse generieren. Und ich habe ja gerade von einer Dialektik gesprochen. Umgekehrt gibt es natürlich auch Situationen, wo ich das Gefühl habe, ah ja, das kenne ich, das ist mit einer gewissen Selbstverständlichkeit mir absolut vertraut, kann ich einen Haken dran setzen und könnte weitergehen. Da würde ich immer intervenieren und sagen, Moment, vielleicht lohnt sich auch der distanzierte Blick, dass ich das, was mir scheinbar vertraut ist, auch mal kritisch hinterfrage, dass ich versuche, eine andere Perspektive als die, die ich ja schon gewohnt bin, einzunehmen. Und mit dieser Perspektivverschiebung ergibt sich oftmals ein anderer Blick und damit neue Erkenntnisse über das Untersuchungsfeld. Natürlich haben sich da auch andere schon Gedanken gemacht. Ich verweise hier auf das von Stefan Hirschau und Klaus Ammann herausgegebene Buch, das die beiden mit anderen AutorInnen zusammen geschrieben haben. Hier ist ja auch der Titel maßgeblich, also die Befremdung der eigenen Kultur. So heißt dieser schöne Surkamp-Band. Ein zweiter Imperativ, der uns durch diesen Physiklehrer quasi mitgegeben worden ist, lautet, dass wir uns auf den Untersuchungsgegenstand einlassen sollten. Denn was macht hier der Lehrer? Er fragt, was ist eine Dampfmaschine und fängt an, die zu beschreiben mit den Worten, das ist ein großer, runder Raum,
hat zwei Löcher. Das erste Loch, da kommt der Dampf rein. Und genau genommen macht er hier was sehr Beeindruckendes, dass er nämlich sehr präzise beschreibt, was eine Dampfmaschine, beziehungsweise in dem Fall ist es eher der Dampfkessel, eigentlich auszeichnet. Da ist überhaupt nichts Spekulatives, keine Konnotation drin, sehr sachlich, nüchtern und wie gesagt präzise wird hier beschrieben, was zumindest zu sehen ist oder auch nicht zu sehen ist, wenn wir uns mal so eine Dampfmaschine vornehmen. Ja, und diese Präzision und auch das Vermögen, sich einlassen zu können, wenn es etwa um Individuen geht, die wir untersuchen oder auch soziale Gruppen, dieses Hineinhören, wie Menschen denken, fühlen und handeln, wie sich Sinnstrukturen noch in sozialen Aggregaten bilden, das ist eine Fähigkeit, die ganz wichtig ist und die wir eben mit dieser Idee verbinden, sich auf den Gegenstand einzulassen. So, der dritte Imperativ, natürlich muss der Hinweis zuvor noch kommen. Kann man eigentlich zwischendurch wirklich was rausschneiden dann? auch hier gibt es ja eine sehr steile Vorlage, also durch Barney Glaser und Anselm Strauß, die ja mit ihrer Idee, einen Forschungsstil zu kreieren, den sie dann noch nennen, Grounded Theory, die geben uns ja genau den Hinweis oder leiten uns an, dass wir diese Haltung entwickeln sollten, uns auf die Untersuchungsgegenstände einzuleiten. So, der dritte Imperativ, wo ich eben schon ein bisschen schnell war, nicht ganz unwichtig: wir müssen uns Zeit nehmen. Qualitative Forschung ist eine sehr zeitintensive Angelegenheit. Und ich habe immer oft so ein Aha-Erlebnis, wenn ich mit Studierenden zu tun habe, ich weiß nicht, ob es anderen KollegInnen auch so geht, die vorher noch keine Berührung zur qualitativen Forschung hatten, weil sie eher quantitativ traktiert wurden. Ja, also in der Analyse kommt dann so eine Rückmeldung, ach, jetzt sind wir schon so lange hier an dem Fall, können wir nicht mal Schluss machen, wir haben da schon ein Ergebnis. Und ich sage, nein, wir machen weiter, weil im Moment kratzen wir noch an der Oberfläche. Und im Nachhinein kommen nicht selten Rückmeldungen so in der Art, gut, dass wir an dem Fall weitergearbeitet haben, es ist nun mal richtig spannend geworden. Und diese Zeitintensität ist meines Erachtens auch ein Privileg, das wir haben, dass wir nämlich relativ handlungsentlastet, gar nicht sogar selten mitfinanziert durch andere, uns sehr intensiv mit Untersuchungsgegenständen auseinandersetzen können. Und dieses Kapital sollten wir auch nutzen. So, die Frage ist natürlich, okay, was hat jetzt dieser Blick der Befremdung und diese Gegenstandszugewandtheit, dieses sich einlassen, diese Zeitintensität mit Heuristik zu tun? Da würde ich sagen, was dadurch möglich ist, ist, dass wir einigermaßen methodisch kontrolliert unsere eigenen subjektiven Deutungen, Interpretationen, Hypothesen zurückhalten können. Ja, das ist ja ein Erfordernis aller empirischer Forschung, dass wir diese subjektiv-spekulativen Deutungen minimieren. Auch die quantitative Forschung hat den Anspruch und die Forschenden versuchen das ganz radikal umzusetzen, indem nämlich die eigene Person als Subjekt gewissermaßen ausradiert wird aus dem Forschungsprozess. Das ist auch die Grundidee der standardisierten Forschung. Die Subjektivität spielt da überhaupt keine Rolle. Und das muss auch so sein, denn nur so sind die Gütekriterien, die es ja gibt in dem Feld quantitativer Forschung, nämlich Objektivität, Reliabilität und Validität, überhaupt umsetzbar. So, bei der qualitativen Forschung sieht das aber ein bisschen anders aus, weil die Gütekriterien andere sind. Jetzt mache ich ein Feld auf, wo ich sicherlich nicht der Erste bin und Sie sehen es mir wahrscheinlich nach, wenn ich auf einen Aufsatz verweise, den ich ja selber mitgeschrieben habe. Also neben Jörg Strübing, Stefan Hirschauer, Ruth Ayers und Thomas Schäffer. Ja, Gütekriterien ist eben auch ein wichtiger Aspekt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und der einfließt in die Forschungshaltung. Nur deshalb thematisiere ich jetzt hier diesen Punkt. Ein Gütekriterium ist die Gegenstandsangemessenheit, so heißt auch der schlagende Begriff. Also diese Ernsthaftigkeit, dass wir unterstellen, das Datenmaterial oder das Untersuchungsfeld hat selbst so eine Eigensinnigkeit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und daran gekoppelt auch die Einsicht, dass die Theorie, die ich anwende, auch die jeweiligen Methoden, selbst die Datenformate, für die ich mich entscheide, sollten der Empirie nachgelagert sein.
Das zweite Gütekriterium, wo wir AutorInnen darauf hinweisen, dass es eigentlich wichtig wäre für qualitative Forschung, eine gewisse Rolle spielt, ist die empirische Sättigung. Also, dass alle Erkenntnisse, die ich erziele im Rahmen meines Forschungsprozesses, dass diese Erkenntnisse, auch die Zwischenergebnisse, immer wieder verankert werden im Datenmaterial. Das dritte Gütekriterium ist gewissermaßen die Kehrseite der Medaille. Also neben der Verankerung geht es auch darum, einen analytischen Mehrgewinn zu erzielen. Den muss ich als forschende Person liefern. Ich darf nicht nur das Datenmaterial verdoppeln. Ich sollte also am Ende mit einem Wissen rausgehen, was einen gewissen Überschuss an Erkenntnissen bedeutet. Das heißt, dass ich Dinge weiß, die die ProbandInnen so nicht wissen. Und meines Erachtens zeichnet sich eine sehr gute qualitative Forschung auch dadurch aus, dass sie ihm zeigen kann, dass die Beforschten nicht wissen, dass sie nicht wissen, was sie nicht wissen. Also wir sollten auch die Praxisfelder, die wir da so untersuchen, auf ihre blinden Flecke hinweisen. Und das ist natürlich immer der Vorteil von externen BeobachterInnen, dass wir diese blinden Flecke identifizieren können und unter Umständen auch dem Feld zurückspiegeln können. So, und dieser analytische Mehrgewinn gelingt uns nur, wenn wir das beobachtete Phänomen oder die einzelnen Phänomene immer rückführen, immer hinterfragen, sozusagen theoretisch durchdringen, also immer in Beziehung setzen zu den Wissensbeständen, die es in der Scientific Community eh schon gibt. Ich komme zum vierten Gütekriterium, das ist die textuelle Performance. Ich würde es mal jetzt so darstellen, wir müssen uns gegenwärtig sein als qualitativ Forschende, dass wir eine doppelte Übersetzungsleistung erbringen müssen. Wir müssen einerseits Sinnstrukturen des Untersuchungsfeldes und der untersuchten Personen für uns als forschende Person irgendwie übersetzen, dass es für uns Sinn macht. Und in der Regel machen wir das ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir wollen ja auch unsere KollegInnen informieren, dass wir da was entdeckt haben, erkundet haben, was ziemlich spannend wäre. Insofern müssen wir das, was wir in unserem eigenen Kopf haben und zu Papier gebracht haben, müssen wir eigentlich in einer Art und Weise vertextlicht haben, dass die AdressatInnen, also die Rezipienten, das auch möglichst genauso verstehen, wie ich es gemeint habe in meiner Publikation. Das wäre also dieses Gütekriterium, dieses Qualitätsmerkmal, was wir erbringen müssen, der textuellen Performance. Dieses Übersetzungsproblem haben quantitativ Forschende nicht. Deswegen klingen ja auch die Aufsätze immer so hölzern. Also jetzt das fünfte Gütekriterium ist die Originalität, die sich meines Erachtens aus der Logik qualitativer Forschung ergibt. Ja, wir wollen ja nicht nur das bestehende Wissen replizieren, auch nicht Hypothesen nur testen, sondern wir wollen eigentlich neue Sichtweisen, neue Erkenntnisse generieren. Und das erfordert eben dieses Moment der Kreativität, der Originalität und der Innovation, die hier notwendig sind. So, und die Idee mit diesem Aufsatz war es nicht nur, fünf Gütekriterien zu erstellen, das haben vor uns ja auch schon andere gemacht, sondern zu zeigen, dass die eigentlich in so einem dynamischen Wechselverhältnis stehen. Sich also irgendwie bedingen und es auch mal sein kann, dass im Mittelpunkt einer Publikation eher ein, zwei oder drei Gütekriterien besonders gut erfüllt worden sind, zulasten der anderen übrig gebliebenen Qualitätsmerkmale. Was aber kein Problem wäre, wenn wir diese Kriterien mal verstehen, eher als so ein dynamisches, wechselwirkendes System von Qualitätsmerkmalen. Also ich glaube, ich lehne mich aber nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass doch einer dieser fünf Kriterien im Mittelpunkt steht, die Gegenstandsangemessenheit. Das hat natürlich seine Tücke, also dem Gegenstand angemessen forschen zu wollen. Ein bisschen steckt es ja auch schon in dem Wort, Gegenstand ist immer etwas gegen den Stand. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, es gibt so eine Eigensinnigkeit, so eine Widerständigkeit, die sich auch tatsächlich im praktischen Forschen zeigt. Es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, ja, was ich an Erkenntnissen generiert habe, passt irgendwie Pi mal Daumen, aber nicht so richtig. Und diese Art Passfähigkeit, meine Erkenntnisse zum Gegenstand herzustellen, ist, glaube ich, so etwas wie eine Quadratur des Kreises, ja, die uns nie vollständig gelingen wird, wo wir aber wie Sisyphus eigentlich immer wieder ansetzen sollten, um da näherungsmäßig doch
sehr bei den Daten zu sein und gleichzeitig Erkenntnisse zu generieren. So, damit komme ich schon zum ersten Zwischenresümee. Was zeichnet explorative Forschungshaltung aus? Ich würde es mal mit meinen Worten formulieren. Es geht immer um so eine sehr starke Sinnfokussierung, ja, weil wir es ja zu tun haben, eben nicht wie die Physiker etwa mit einer Dampfmaschine, sondern mit Individuen, mit sozialen Bezügen, sogar mit der Gesellschaft. Das heißt, hier liegt schon eine vorstrukturierte Sinnwelt vor und unsere Aufgabe ist es, eigentlich diese Sinnwelt zu rekonstruieren oder zu interpretieren, je nachdem, aus welchem Paradigma wir drauf schauen wollen. So, und diese Sinnfokussierung, die muss mit so einer Haltung der Unbekümmertheit, so steht jetzt hier auf der Folie, praktiziert werden. Ich meine eigentlich mit Unbekümmertheit eher so eine Leidenschaft, so eine produktive Besessenheit, die es braucht, dass wir uns auch nicht ablenken lassen. Also die Widrigkeiten des privaten Lebens plötzlich in die Analyse mit hineinkommen oder wir uns so stark mit den politischen Problemen der gesamten Welt beschäftigen, dass wir gar nicht forschen könnten, sondern eigentlich ist es die Aufforderung, wie wir es aus dem Hochleistungssport kennen, dass wir uns sehr fundiert, sehr konzentriert, fokussiert mit einem langen Atem den Daten zuwenden und versuchen, diese zu analysieren. Und wir machen das in einer bestimmten Art und Weise, wobei das, glaube ich, auch für die quantitative Forschung so gesagt werden kann. Wir wollen Muster erkennen in dem Datenmaterial. Erstmal nicht mehr, aber auch nicht weniger. Allerdings gibt es eine Begründungspflicht. Ja, nicht irgendwelche Erkenntnisse dürfen wir produzieren, sondern die müssen plausibilisierbar sein. Also nach wissenschaftlichen Kriterien müssen wir auch darlegen, wie wir zu diesen Mustern gekommen sind und inwiefern wir von der Gültigkeit dieser Erkenntnisse, die daraus entstanden sind, also daran festhalten können. Also ich bin heute ein Freund von drei Imperativen, um dieses Zwischenfazit ein bisschen runterzubrechen. Drei Hinweise, wie schaffen wir das eigentlich, diese Art explorative Forschungshaltung praktisch umzusetzen. Der eine Punkt ist eben, dass wir mit diesem Problem des Fremdverstehens umgehen, also nicht der naiven Anschauung erliegen, dass die Sinngehalte, die uns sozusagen entgegenkommen als Forschende, doch ganz leicht verständlich sind. Ja, in der Regel sind ja die Beforschten die ExpertInnen und nicht wir die Forschenden. Natürlich hier die Nennung des, wie ich finde, ganz wichtigen Referenzautoren Alfred Schütz, der im Ausgang mit Max Weber sich genau mit diesem Problem des Fremdverstehens und den Möglichkeiten, die wir als Forschende haben, beschäftigt haben, auch im Zusammenhang mit seiner Analyse der Strukturen der Lebenswelt. So, der zweite Imperativ klingt so ein bisschen technisch. Wir sollten uns als Forschende immer zum Datenmaterial drängen lassen. Also immer diese Tuchfühlung haben zu den empirischen Daten. Und das machen wir meines Erachtens oftmals unwillkürlich oder automatisch und zwar dann, wenn wir die Arbeitsschritte befolgen, die ja die meisten Methoden zumindest vorgeben. Ja, dadurch werden wir eigentlich gedrängt, uns immer wieder systematisch kontrolliert mit dem Datenmaterial auseinanderzusetzen. Dazu zähle ich auch die technikbasierten Arbeitsschritte, sei es etwa das Transkribieren oder Codieren mit entsprechenden Software. Auch hier ist der Effekt, dass wir sozusagen automatisch immer wieder zum Datenmaterial zurückgedrängt werden und zum Beispiel nicht der Flüchtigkeit einer Situation erliegen, dadurch, dass sie konserviert worden ist, etwa mit einer Audio- oder Filmaufnahme, haben wir die Möglichkeit, eben immer wieder zurückzuschauen und zu hören, beziehungsweise dann im Transkript nachzulesen, um was es sich hier eigentlich handelt. Jetzt kommt hier ein weiteres Stichwort, sozusagen methodologisch, finde ich, hilft uns, meines Wissens war es Herbert Blumer auch der Erste, der auf die Sensitizing Concepts verwies. Das heißt, die Überlegung, dass wir innerhalb der Forschung eigentlich so blicklenkende Perspektiven suchen müssten, also Möglichkeiten, dass wir ein Phänomen irgendwie in einer Art und Weise zu betrachten ist, wie es vorher so noch nicht in der Welt war. Wir versuchen also, Phänomene nicht nach der Subsumptionslogik auf feststehende Begriffe
oder geschlossenen Begriff Systeme irgendwie da hinein zu projizieren oder hinein zu pressen, sondern wir gehen eher mit einer offenen Heuristik ran, dass die Erkenntnis, die ich gerade, sagen wir mal, begriffen habe, gar nicht der letzte Stand der Erkenntnis sein muss. Der dritte Punkt, den ich hervorheben möchte, lautet, dass wir nicht das Sichtbare wiedergeben müssten, sondern etwas, wie ich eben schon angedeutet habe, etwas Neues sichtbar machen sollten. Die Kunstinteressierten haben natürlich längst erkannt, dass ich hee ein Zitat gestohlen habe, was von Paul Klee stammt, wichtiger Maler der Moderne des 20. Jahrhunderts. Der definierte nämlich Kunst mit den Worten: Kunst ist nicht dazu da, etwas sichtbar zu machen, sondern, Kunst sei nicht dazu da, etwas Sichtbares wiederzugeben, sondern sichtbar zu machen. Ja, und diese Idee sollten wir aufnehmen. Sicherlich könnten wir ja die Diskussion führen, einige VertreterInnen machen das ja auch, qualitative Forschung, ist das vielleicht eine Kunstlehre letzten Endes? Ich würde es etwas dezenter formulieren, dass es gewisse Wahlverwandtschaften gibt von uns qualitativ Forschenden mit KünstlerInnen, wobei ich betonen muss, ich meine jetzt die Künstler und KünstlerInnen, die ihr Handwerk wirklich verstehen. Das Ganze ließe sich aber auch methodologisch nochmal thematisieren, das haben einige gemacht, unter anderem mit diesem Begriff der Abduktion. Charles Sanders Peirce war also jemand, der diese Idee ins Spiel gebracht hat, und zwar die Idee, dass es neben den beiden logischen Schließverfahren, Induktion, Deduktion, noch ein weiteres Verfahren gibt. Andere haben da natürlich zu gearbeitet, Jo Reichertz etwa, Udo Kelle. Und es gibt ja sogar eine Forschungswerkstatt von Deborah Niemann, die sich mit Abduktion beschäftigen wird. Ich finde einen zweiten Begriff, eine heuristische Idee, ganz interessant, und zwar von dem Systemtheoretiker Ernst von Glasersfeld. Er spielt mit der Idee der Viabilität, also der Gangbarkeit von einem Weg, den ich gehe, sagen wir mal, als Subjekt. Und ich muss eigentlich immer sehen, dass dieser Weg funktioniert, dass er brauchbar ist. Das ist eine, wie ich finde, sehr interessante pragmatistische Wendung auch der Wahrheitsvorstellung. Ja, es geht also darum, eigentlich zu schauen, wie funktionieren meine Hypothesen, Annahmen überhaupt, mein Weg, mein methodischer Weg, den ich als forschende Person gehe. So, damit komme ich jetzt zum letzten Punkt für heute. Und das ist dann nochmal eine Herausforderung. Es ist ja schon klar geworden, dass ich viel darauf insistiere, wir müssen den Blick der Befremdung einüben und uns auf den Gegenstand einlasse. Und da lade ich Sie jetzt ein. Das heißt, ich lenke Ihre Aufmerksamkeit auf einen Themenbereich, den wohl kaum jemand hier im Raum, ich sag mal, leibhaftig kennen dürfte. Eine Forschung, die ich selber betrieben habe, weil ich kannte diese Institution der DDR-Staatssicherheit auch nicht, habe mich aber mit meinen KollegInnen, Matthias Finster, Philipp Reimann, Anja Tschirpe, da hineingearbeitet. Und ich will die ja eher theoretischen Überlegungen von eben jetzt mal an so einem Beispiel durchdeklinieren, also kurz zeigen, wie wir die Erkenntnisgenerierung hinbekommen und was da auch für eine Haltung notwendig war. Wir haben in diesem DFG-Projekt insgesamt 100 hauptamtliche Mitarbeiter der ehemaligen Stasi interviewt. Das ist eine Menge. Ausgewertet haben wir dann noch 72. Und ich betone, es handelt sich um die hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 20% waren Frauen. In den Medien wird uns ja das Bild vermittelt, die starke Assoziation Stasi-IM. Inoffizieller Mitarbeiter, in meinen Augen eine etwas schiefe Darstellung, weil die eigentlichen Verantwortlichen, sozusagen die TäterInnen, waren ja diejenigen, die im Offiziersdienst, gerade im Dienstverhältnis stehend, mit dem MFS, auch Unteroffiziere und Soldaten, eigentlich die Arbeit tagtäglich geleistet haben. So, und von diesen 72 ausgewerteten Interviews war ein Herr Lorber, so nennen wir ihn mal, dabei. Und was ich Ihnen jetzt kurz darstelle, ist so eine Interviewsequenz, ja auch schon aufbereitetes Datenmaterial, auch ein bisschen geglättet, wie ich zugebe, einfach damit Sie schneller so ein bisschen reinkommen. Gleichwohl, ich sehe schon die ersten Runzelfalten
über den Augen. Ganz so klar ist das hier nicht. Was ist das hier mit dieser 1,28 Mark zum Abteilungsleiter bestellt? Unten sind jetzt wörtliche Zitate. Also der Herr Lorbe hat in der Interviewsituation angefangen zu intonieren, ja, was ihm also entgegengehalten wurde. Das ist eine charakterliche Schwäche, hat sein Konto überzogen, kann mit Geld nicht umgehen. Also da ist er nochmal so richtig aus sich rausgegangen. Aber klar wird auf Anhieb nicht, um was es hier eigentlich geht. Und ich muss dazu sagen, das war eine Geschichte, die der Herr Lorbeer im Interview brachte, ohne dass er danach gefragt wurde. Es kam aus ihm heraus. Er hatte also auch eine bestimmte Intention, diese selbsterfahrene Geschichte zu erzählen. So was würden wir jetzt machen als Qualitativforscher? Wir würden kodieren. Also wir würden versuchen, eine thematische Struktur reinzubekommen, um zu sehen, welche einzelnen Facetten, sozusagen Themen, hier angeschnitten wurden. Kodieren wird ja in so ziemlich allen Verfahren qualitativer Forschung betrieben. Ausnahmen besteht in die Regel, objektive Hermeneutik eher nicht, aber doch in sehr vielen Fällen und wie ich finde auch in unterschiedlichen Varianten, was auch mal interessant wäre, sich anzuschauen, dass das Kodieren unterschiedlich praktiziert wird. Wenn wir aber mal im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse nach dem induktiven Kodieren vorgehen, bei der Random Theory ist ja die Rede von dem offenen Kodieren, dann, glaube ich, ergibt sich so eine Liste von Codes, die ungefähr so aussehen könnte. Geringe Kontoüberziehungen sind wir, wie ich sagen würde, alle dabei. 1,28 Mark ist ja nicht viel und wir reden hier von der Ostmark. Da ist es noch weniger. Also thematisiert wird hier so eine geringe Kontoüberziehung und diese Vorladung zum Vorgesetzten, also Abteilungsleiter ist natürlich der Hinweis, dass es sich um den Vorgesetzten handelt. Wir versuchen ja am Datenmaterial dran zu bleiben, deswegen benutzen wir auch In-Vivo-Codes hier an der Stelle, dass wir das Zitat Mitteilung hochgegeben übernommen haben in der Codeliste, weil nicht sofort klar ist, was ist eigentlich damit gemeint. Klarer ist es denn, dass hier es um das Bankgeheimnis geht, was offenbar die Stasi vernachlässigt. Ja, der springende Punkt ist, dass es hier nicht um Drangsalierte der Stasi handelt, sondern um die Mitarbeiter. Und der eigene Arbeitgeber, das Ministerium für Staatssicherheit, achtet überhaupt nicht auf das Bankgeheimnis, sondern kriegt offenbar die Information, wenn da jemand sein Konto überzogen hat. Dann gibt es den Hinweis, dass der Herr Lorbeer sich doch mit moralischen Vorwürfen auseinandersetzen musste, wegen dieser Kontoüberziehung. Er spricht ja selbst davon, er wurde gemaßregelt ohne Ende. Und wenn wir uns fragen, wie stellt er das eigentlich dar im Interview, finden wir ja, er stellt sich ja nicht so als Held dar, sondern irgendwie hat es so den Anschein einer kleinen Tragödie. Also eine sehr starke Dramatisierung ist hier im Spiel. Und wir müssen uns natürlich fragen, okay, das ist der erste Zugang. Wenn wir versuchen, uns zu vergegenwärtigen, welche Geschichte will der Lorbeer im Interview eigentlich erzählt haben, kämen wir sicherlich darauf, es geht hier um den Eingriff in die Privatsphäre. Ja, ganz nüchtern betrachtet, ohne große Deutung, wäre das hier so das Thema, was er eigentlich aufmacht. Das wäre natürlich ein Ergebnis, aber noch nicht tief genug hineingehend. Denn im Grunde genommen wäre es ja nur die Widerspiegelung, was der Herr Lorbeer selber mitteilt. Die Analyse sollte also noch tiefer hineingehen und das haben wir natürlich gemacht, übrigens ein sehr langer Fall, an dem wir uns abgearbeitet haben. Und hervorkam plötzlich so eine Prozesskette. Ja, also diese Prozesskette beginnt, ganz nüchtern beschrieben, dass da so ein Negativsaldo auf dem Konto existiert. Dann setzt so eine Suche ein, um welche Person handelt es sich eigentlich, wer ist der Kontoinhaber oder die Kontoinhaberin. Nachdem das geklärt ist, ist eine Positionszuordnung der Person durchgeführt worden. Kleine Kontextinformation, die ich noch nicht genannt habe. Diese Sparkasse, wo ja die Konten überprüft wurden, Geld ausgezahlt wurden, die waren auf dem Dienstgelände der Stasi. Deswegen wird auch erklärbar, warum es hier so einen kurzen Mitteilungsweg geben konnte, waren also räumlich sehr eng beieinander. So, nachdem also geklärt war, um welche Person es sich handelt und wo sie in der Diensteinheit MFS aufzuspüren ist, dann wurde eine Meldung an den entsprechenden Vorgesetzten gemacht, damit die Person vorgeladen werden konnte. Und es setzte dann eben diese Tortur der Missbilligung ein. Also was wir hier sehen, nochmal mit einem anderen Blick auf das Interviewmaterial,
ist doch so ein inhärentes Ablaufschema, was sogar eine eigene Dramaturgie und Chronologie beinhaltet. Und das Spannende ist, dass diese Punkte, die jetzt in dieser Prozesskette zu sehen sind, die hat ja der Interviewte selber gar nicht explizit genannt, sondern die haben wir teilweise sozusagen aus dem implizit Gesagten mit hinaus oder hinein gedeutet, nee, eigentlich eher hinaus interpretiert, würde ich mal jetzt behaupten. So, und auch da sind wir nicht stehen geblieben, sondern wir sind nochmal einen Schritt weitergegangen und haben uns gefragt, okay, wofür steht jetzt eigentlich diese Prozesskette? Ist das nur was Spezifisches für diesen Fall Herrn Lorbeer und hat was zu tun mit der Kontoüberziehung? Oder können wir da nicht auch ein typisches Muster im konkreten Fall entdecken? In dem Fall haben wir diesen Fall, schön formuliert, mit anderen Fällen zusammengeführt. Also wir haben einen Fallvergleich vorgenommen und da kommt jetzt plötzlich nochmal eine weitere Tiefenstruktur zutage. Das Problem, um das es hier eigentlich geht, ist eine Abweichung, ein deviantes Verhalten. In dem Fall scheint uns das trivial zu sein, es geht um eine Kontoüberziehung. Aber was sich daraus ergibt, ist natürlich in dem Fall soziologisch höchst interessant, sich anzuschauen. Es setzt eine Maschinerie ein, die beginnt, dass diese Abweichung registriert werden muss, und zwar ziemlich penibel, wenn man so will, mit einer Null-Toleranz-Theorie. Also wenn das Sicherheitssystem schon bei 1,28 Mark anspringt, ist es eigentlich ein Hinweis, dass hier Abweichungen gar nicht geduldet werden sollen, sondern die Stasi reagiert auf jede minimale Abweichung. Das wird registriert, muss also auch ein Registriersystem vorhanden sein. Das wird weiter gemeldet, die Information wird weitergegeben und es setzt dann diese Disziplinierung ein. Das Ziel des Ganzen ist es, Konformität herzustellen, also die Menschen dazu zu drängen, dass sie sich so verhalten, wie in dem Fall die Institution Stasi es von ihnen verlangt. Und wenn man jetzt diesen Blick auf den Fall so wendet, kommen wir plötzlich drauf, was wir hier entwickelt haben, ist eigentlich so eine Disziplinarordnung, wirklich mit Foucault von mir bewusst gesprochen, der staatssozialistischen Gesellschaft. Wir können anhand der Stasi sehr extrem sozusagen, fast idealtypisch sehen, woraufhin die staatssozialistische Gesellschaft orientiert war. Es ging immer darum, Konformität herzustellen, die AbweichlerInnen dazu zu bringen, auch teilweise mit sehr rigiden, die sozusagen Moral mit einbeziehende Disziplinierungstechniken, sie also wieder dazu zu bringen, dass sie sich so verhalten haben, wie es eben die Idee des sozialistischen Staatsbürgers vorsieht. So, damit habe ich auch schon angedeutet, dass die qualitative Forschung in ihren Ergebnissen nicht nur etwas aussagen sollte zu den konkret untersuchten Fällen, sondern auch, vielleicht im Sinne von Clifford Geertz gesprochen, durchaus Hinweise geben kann, wie der gesamte kulturelle Kontext bestellt ist, indem er dieses eine Puzzle, was ich konkret untersucht habe, ein Element darstellt. So, damit bin ich auch am Ende angelangt und was ich ja vorgestellt habe, waren eher so Fragen, sagen wir mal, die ich aufgeworfen habe. Im Grunde genommen würde ich behaupten, dass die Antwort auf diese Fragen ja ganz praktisch in den Workshops und den Forschungswerkstätten gegeben werden, weil du hast es ja auch schon angedeutet, da werden nicht nur einzelne Methoden vorgestellt und Datenstücke interpretiert, sondern eigentlich wird auch diese sekundäre Kompetenz mitvermittelt, die darin besteht, eine qualitative Forschungshaltung zu entwickeln. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Uwe. Und wir haben mehrmals telefoniert über den Vortrag. Ich finde es erstmal schön, dass du total in der Zeit bist. Ich glaube, wir haben an der einen oder anderen Stelle noch über andere Punkte gesprochen, aber ab jetzt ist die Diskussion geöffnet und ich wusste es, dass Jo Reichertz hier als Erster eingreift. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir jetzt eine ganz harte Debatte über Gütekriterien kriegen, die ja auch in Zeitschriften schon gefochten wurde. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert. Dankeschön. Also es passiert das, was bei jeder Tagung passiert. Man kommt ins Gespräch, also insofern ist es ja nichts Überraschendes. Okay. Ja, zu den Gütekriterien, klar, da muss man drüber reden. Ne?
Mich hat eins ein bisschen überrascht, beziehungsweise das finde ich wichtig, dass wir das in den Blick nehmen, nämlich textuelle Performance. Ich fand das jetzt in den Ausführungen vielleicht noch ein bisschen unterbestimmt, das könnte man noch ein bisschen näher beschreiben oder würde darum bitten, nämlich was ist damit gemeint? Ist damit jetzt ein guter Stil gemeint, was ja durchaus diskutiert wird? Ist damit gemeint, ob man eine schöne Narration entfalten kann, also das, was wir bei Howard Becker ja häufiger finden, dass es muss hauptsächlich eine Geschichte sein, die schön überzeugt. Oder von Ihnen ist ja ins Spiel gebracht worden, dass die textuelle Performance sowas wie eine Übersetzung sein soll. Mit dem Begriff hätte ich natürlich am meisten Probleme. Nämlich die Übersetzung heißt ja, wir haben sowas wie ein Original und dann müssen wir als Sozialforscher eine Übersetzung machen. Die Übersetzung ist dann angemessen, dann weiß ich gar nicht mehr, wann was angemessen ist. Und vor allem habe ich ein Problem damit, dass dieses Gütekriterium so als eines von fünf, auch wenn nachher eins im Zentrum stand, aber mir fehlte so ein bisschen das, die Bestimmung des Verhältnisses. Ist also ein Text dann gut, wenn er gut geschrieben ist, eine schöne Geschichte hat und eine schöne Übersetzung ist, aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat? Oder ist das Kriterium, es muss was mit dem Gegenstand zu tun haben und dann ist die textuelle Performance, sagen wir mal, das Sahnehäubchen drüber, aber nicht notwendig. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Eigentlich vollkommen d'accord. Wir sollten reden über die Gütekriterien. Das war ja auch die Intention des Aufsatzes. Der Untertitel ist ja ein Denkanstoß. Von daher sind wir froh, wenn der Denkanstoß aufgenommen wird. Ja, ich stimme auch zu. Textliche Performance wäre, gerade wie ich es ja versucht habe, unter Komplext dargestellt. Aber ich glaube, die Grundidee des Scientific Writings ist etwas, was inzwischen Einzug gehalten hat, wo Komponenten, die ja angesprochen wurden, wo ich noch weiter zuzählen würde, Thema wird und auch klar wird, es geht um eine Fähigkeit, die erlangt werden muss, also das sozusagen Text produzieren. Die Verhältnisbestimmung kann ich nur jetzt eigentlich mit Georg Simmel so zurückmelden. Nein, ich habe gar keine Vorstellung, so oder so muss es sein, sondern je nachdem, auch welchem Paradigma ich angehöre, ich denke, ethnografische Texte sind ganz anders gestaltet als Texte, die im Zuge der objektiven Hermeneutik entwickelt worden sind. Und das finde ich aber legitim. Hier stimmt dann doch der falsche Titel, Vielfalt, auf die kommt es an. Wichtig wäre mir nur zu sagen, wir müssen sozusagen unsere Aufmerksamkeit schärfen, dass die textuelle Performance ein Qualitätsmerkmal ist und uns auch damit beschäftigen, wie schaffen wir das, Ergebnisse zu produzieren. Ich habe eine Frage, ob Sie sich was Bestimmtes dabei gedacht haben, dass Sie auf Herrn Glasersfeld, auf Herrn Blumer referenziert haben und auf Herrn von Förster nicht, den Sie eingangs mit dem blinden Fleck zitiert haben. Hat das einen besonderen Grund oder ist das einfach durchgerutscht? Also um kurz zu antworten, mir ist nicht bekannt, aber dann nehme ich das als Anregung auf, dass Heinz von Förster sich mit der Viabilität beschäftigt hat, dann war das mein Rezeptionsfehler. Ja, aber als Systemtheoretiker, wie auch Luhmann, ist mir sehr wichtig und das ist ja offenbar deutlich geworden, dass ich dem nicht ganz abgeneigt bin, systemtheoretisch bestimmte Dinge zu betrachten. Dankeschön. Ja, ich möchte mich auch für den Vortrag bedanken, der finde ich gut gepasst hat jetzt für die Mittagsvorlesung, weil er ja unglaublich einladend war, nämlich mit dem grundroten Faden, lasst uns zum Material gehen und uns schauen, was wir daraus interpretieren können. Was mir so ein bisschen Sorge bereitet, ist so dieses ganz naive Herangehen, dieses quasi diese Haltung der heuristischen Offenheit. Mir fehlt da sozusagen das, dass wir in der qualitativ, ich sage jetzt mal rekonstruktiv oder von mir aus auch interpretativen Forschung, ja auch eine theoretische, eine metatheoretische Verortung haben und dass wir erst dann von einem Gegenstand sprechen, wenn wir den aus einer bestimmten theoretischen Perspektive auch konstituiert haben. Also ich muss wissen, ob mein Gegenstand ein Individuum ist oder ein Kollektiv, eine Organisation oder ein Milieu. Und damit quasi strukturiere ich eigentlich schon meinen Gegenstand. Und
dass es hier sozusagen eine Auseinandersetzung mit metatheoretischen, Kategorien bedarf. Das fehlt mir auch in den Gütekriterien. Also ich muss sozusagen wissen, auch auf was ich meine erkenntnisleitende Differenz stütze. Also wenn ich keine Verdoppelung der Wirklichkeit im Sinne eines Common Sense machen möchte. Deswegen zusammenfassend vielleicht meine Fragestellung, wie halten Sie es mit der theoretischen Einbettung mit den Metatheorien, mit den Grundlagentheorien? Das würde mich interessieren. Nee, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich glaube, dass wir auch gar nicht so weit auseinander liegen, auch von dem Methodenarsenal, was wir benutzen, du im Sinne der dokumentarischen Methode. Ich glaube, dieser Anspruch, so wie ich es jetzt verstanden habe aus deiner Wortmeldung, Aufklärung über die metatheoretischen Rahmen und grundlagentheoretischen Annahmen, also zum einen, es ist eine Herzensangelegenheit von mir, dass ich das immer einfordere und auch immer praktiziere, aber das ist eigentlich doch in dem Gütekriterium der theoretischen Durchdringung mit aufgenommen, auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht explizit so dargestellt habe. Aber an und für sich ist es notwendig, und das sage ich nicht nur, weil ich ja vor meiner Karriere als qualitativ Forschende habe ich ja selber soziologische Theorie und allgemeine Soziologie gelehrt, also als Dozent gemacht. Also von daher offene Scheunentore, die ich zu deiner Rückmeldung habe. Vielen Dank auf jeden Fall auch für den Vortrag. Ich selber stehe kurz vor meiner Datenerhebung, das heißt, ich bin jetzt noch nicht so tief drin und auch mit dem qualitativen Sprech sozusagen vielleicht jetzt noch nicht so vertraut, also verzeihen Sie mir, falls ich da jetzt nicht die richtigen Worte finde. Ich selber forsche mit einem intersektionalen Forschungsdesign oder Ansatz und da bin ich auch sozusagen über diesen Punkt, dass wir stellen uns mal dumm irgendwie gestoßen oder gestolpert und da wollte ich einfach nochmal nachfragen, ob es da irgendwelche oder wie man damit umgeht, dass man sozusagen nicht nur die Selbstwahrnehmung und die Selbstpositionierung im akademischen Feld reflektieren sollte, sondern auch, Stichwort Donna Haraway, situiertes Wissen, auch die eigene Verflechtung in intersektionale Machtverhältnisse reflektieren kann, Fragezeichen soll, Fragezeichen, weil standpunkttheoretisch es ja einen ganz großen Unterschied macht, aus welcher Perspektive ich meinen Untersuchungsgegenstand definiere und wie diese Definition selber schon verwoben ist mit Machtverhältnissen, die ich dadurch aufrechterhalte, dass ich aus privilegierten Positionen mir vielleicht marginalisierte Strukturen angucke. Das ist eine Frage. Also vielleicht haben Sie da noch einen Tipp für mich, weil ich sozusagen mit einem Mixed-Method-Design-Ansatz arbeite und da aus einer intersektionalen Perspektive, das nicht so einfach ist. Und die zweite Frage, das ist vielleicht schneller zu beantworten oder, keine Ahnung, dieser Punkt des sich Zeit nehmens versus eine dreijährige Promotionsstelle. Also an welchen Stellen würden Sie vielleicht aus Ihrer Erfahrung zu einem gewissen Pragmatismus raten, angesichts dessen, dass so eine Dissertation auch irgendwann fertig werden muss? Wo ich ehrlicherweise gar nicht so viel sagen kann. Ja, ich bin kein Experte für Intersektionalität, aber das Grundproblem, was ja thematisiert worden ist, bleibt ja bestehen. Ich muss in einem selbstreflexiven Modus mich auseinandersetzen, auch mit den eigenen Verstrickungen, die ich habe, unter Umständen auch Verstrickungen im Untersuchungsfeld. Und wenn diese Reflexivität gewährleistet ist, das ist vielleicht eine Art von Intersupervision, die ich mit mir und mit anderen mache, dann wird vielleicht das Nähe-Distanz-Problem ein bisschen gelöst werden können, was wir in bestimmten Themenbereichen unweigerlich haben, indem wir selbst verortet uns sehen. So zum Problem Zeit nehmen versus pragmatische Zwänge. Ja, es ist eine Gratwanderung, die gemacht werden muss und es ist natürlich eine Idealvorstellung zu behaupten, wir müssten uns alle Zeit der Welt nehmen. Ich versuche das Problem so zu lösen, gerade auch bei Anfragen, Masterarbeit, auch Promotionsarbeiten, dass ich Gespräche führe, also mit den Personen und gemeinsam erstmal versuche herauszuarbeiten, was ist die Fragestellung, was ist die Zielstellung. Und dann gemeinsam überlege, wie könnte methodisch vorgegangen werden von der Datenerhebung bis zur Auswertung, was böte sich an. Und dann schaue ich nochmal oder erinnere sogar und überlegen Sie, wie ist denn eigentlich Ihr Zeitrahmen. So, und wenn ich nur Zweitgutachter bin, sage ich immer, das ist jetzt alles so meine Idee, aber ich will nicht reingrätschen, bitte
klären Sie das ab mit der erstbegutachtenden Person, denn das will ich natürlich auch nicht irgendwie meinen, also was ich für gut bin, befinde, dass ich das da irgendwie durchziehe, sondern eher ist es in einer Dialogsituation, wo gemeinsam geklärt wird, vielleicht im Sinne der Viabilität, was ist eigentlich am gangbarsten im Rahmen des eigenen Projekts. Ja, ich wollte im Grunde nochmal anschließen an die Frage mit der Zeit, aber ein bisschen unter einem anderen Blickwinkel vielleicht, weil das, glaube ich, für die qualitative Forschung insgesamt eigentlich eine Überlebensfrage ist, der Zeit. Und wenn ich das beobachte jetzt, man sagt ja, Sie haben nie so viel Zeit für eine Forschungsarbeit wie während der Promotion oder Dissertationsphase. Danach gibt es die Zeit nicht mehr. Und das ist das Einzige, wo man wirklich mal lange an einem Thema arbeiten kann. Also insofern genießen Sie das, solange es geht, irgendwie so. Aber was passiert ja eigentlich dann in einem Umfeld, in dem ich arbeite, merke ich, dass andere Disziplinen gehen über in kumulative Promotion, das heißt, es sind drei Artikel, die man ganz schnell möglichst versucht zu schreiben, zu verfassen, die Zeit zu verkürzen. Die Analysen können nur sehr knapp sein und all diese Zeitkultur, die es eigentlich braucht für eine, egal mit welchem gewissermaßen Perspektive oder Ansatz der qualitativen Forschung, ist eigentlich institutionell immer weniger zur Verfügung. Und ich habe auch den Eindruck, die gesamte Forschungssteuerung geht davon weg oder privilegiert sozusagen immer eine schnellere Verfassung von Zwischenberichten, Zwischenstufen in der Ministerialforschung, aber auch ansonsten. Also die Zeit ist nicht mehr da oder wird immer weniger. Und das würde mich interessieren, weil die ganzen Methodenbücher, die unterstellen die ideale Zeit. Irgendwie in der gesamten Einführungsliteratur über Diskursforschung auch, was ich ja selber auch mitgeschrieben habe, immer wird so das im zeitlosen Raum verortet und gleichzeitig gibt es diese institutionellen Veränderungsprozesse. Und das ist für mich, ich weiß nicht, würde mich interessieren, wie Sie das sehen, also im Sinne auch, was muss die qualitative Forschung, was können wir tun, um Zeit, Souveränität nochmal stärker herzustellen oder Zeitautonomie, als im Moment sozusagen der Trend eigentlich geht. Ich weiß gar nicht, ob ich da kompetent antworten könnte, weil das wäre sicherlich eine Frage, die auch professionspolitisch angegangen werden müsste. Ja, wenn wir eingestehen, dass es ein anderes Arbeitstempo, auch eine andere Intensität der Forschung bedarf von den Qualitativforschern, müssten dafür natürlich auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und mir ist im Moment nicht bekannt, dass die Debatte, wenn man mal in der Soziologie, DGS oder so, geführt wird. Ich erlebe die Schilderung absolut dramatisch schon dadurch, dass ich ja jetzt die Profession der Soziologie verlassen habe und in der Psychologie als Professor da irgendwie angesiedelt bin. Und da erlebe ich so einen Run auf Veröffentlichungen und gerade die angesprochenen kumulativen Promotionen, ja, wo es um den Impact-Faktor geht, wo ich denke, so what, spielt natürlich eine Rolle, auch eine existenzielle Bedeutung hat das Ganze. Aber wenn dann so ein Quick-and-Dirty-Aufsatz rauskommt, der nur im Format dieses Journals passt, habe ich so meine Zweifel, ob das die Wissenschaft insgesamt voranbringt. Vielen Dank für Ihren Beitrag, Herr Krenke. Ich möchte eine inhaltliche Anmerkung machen. Das ist ein Stasi-Beispiel. Ich fand es sehr instruktiv, dachte, es sei zunächst banal, der Auszug angesichts dessen, was die Stasi angerichtet hat. Allerdings dann doch die Essenz der Erzählung von Konformität, die Erkenntnis fand ich instruktiv. Ein Punkt, die Befremdung des hauptamtlichen Mitarbeiters, also eines Täters, allerdings über die Verletzung seiner Privatsphäre angesichts der Tätigkeit der Stasi, also systematisch die Privatheit von Menschen unterminiert hat, finde ich wiederum befremdlich inhaltlicher Art. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Aspekt auch mitreflektiert haben in der Interpretation. Also was ich jetzt vorgestellt habe, war ein eher methodikbasierten Einblick in die Forschung. Übrigens an dieses Beispiel haben wir in dem Buch die These geknüpft, dass es eine Banalität der Stasi gibt. Also unser Erklärungsansatz war, diese Repressionstätigkeit damit zu erklären, dass es Ausdruck einer Normalität war, dass also ganz normale Menschen in diesen repressiven Staatsorganen gearbeitet haben, und damit eigentlich abgewichen bin von der Dämonisierung, die in den Medien betrieben wird, wenn es um Stasi geht, und die teilweise auch von Historikern übernommen wird. Also von daher kehre ich das Spiel ein bisschen um, operiere oder wir operieren mit der Idee von Hannah Arendt, der ist ein ganz anderer Erklärungsansatz, eben mit der Banalität des Bösen Erklärungsmuster zu finden und nicht im Sinne
der Dämonisierung oder dass man Strukturbedingungen verantwortlich macht, eben für das von heute aus betrachtet illegitime Handeln. Ich will gar nicht mit Uwe Kränke streiten, sondern eher mit Aglaia. Das machen wir gerne, freundschaftlich. Also nochmal, Sie waren mir ein bisschen zu defensiv an der Stelle. Ja, inwiefern muss man nicht so, also sozusagen mit der theoretischen Spur herangehen an die Frage. Wenn Sie ernst nehmen, dass die Grundhaltung oder die Herangehensweise explorativ ist, dann ist zunächst mal die Frage, was ist denn angemessen an Theorie oder auch Methode? Also nicht die Methode oder deren theoretische Unterlegung, und das macht ja das interpretative Paradigma aus, dass es Methode und Theorie miteinander verbunden versteht. Erstmal ist die Frage, welche Methode ist denn angemessen? Nicht immer ist die dokumentarische Methode oder die Ethnographie oder was auch immer tatsächlich ideal, um den Gegenstand zu erfassen. Also wenn man explorativ ernst nimmt, dann muss man tatsächlich, gibt es noch einen Schritt vor, um dann das zu erkennen, was Aglaia natürlich zu Recht anspricht, nämlich wenn ich mit einem bestimmten Verfahren herangehe, dann schneide ich es auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu, was ich untersuche. Aber davor gibt es einen Punkt, wenn man sagt, ich will hier sozusagen nicht voreingenommen hingehen, dann muss ich zunächst mal schauen, was passt denn da tatsächlich. So, und jetzt kommt die Schlussfrage oder Schlusskommentar und dann schauen wir mal. Ja, auch nochmal von mir danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage zu den Gütekriterien. Da wurde jetzt gerade schon viel drüber gesprochen. Und zwar habe ich mir notiert zur theoretischen Durchdringung. Das war ja ein Punkt. Es soll ein analytischer Mehrgewinn da sein oder hergestellt werden. Aber im Vergleich zur Originalität, wo es um das Generieren neuer Kenntnisse geht, habe ich mich gefragt, ob das nicht ziemlich viel Schnittmenge hat. Oder vielleicht können Sie das nochmal differenzieren. Na, ich muss ja nicht gleich, um das kurz zu beantworten, eine neue Theorie erfinden. Also die Erwartung habe ich nicht. Das wäre sozusagen eine Verknüpfung, dass ich auf dem theoretischen Gebiet, theoretische Konzepte, eine originäre eigene Theorie entwickle. Das muss nicht gegeben sein. Das war die letzte Antwort, die Uwe Kränke gegeben hat. Nochmals vielen Dank, Uwe, für den Vortrag. Für die Aufräumarbeit, die du da am Anfang gemacht hast, mit dem Zuschnitt. Und du hast jetzt nicht Ronald Hitzler zitiert mit Dummheit als Methode. Ich habe darauf verzichtet, das irgendwann noch als Begriff zu machen, weil es mir dann eins zu schlicht war in der Diskussion mit Studierenden, weil die dann immer sagen, Herr May, das ist doch wie Dummheit als Methode. Du hast aber, wie gesagt, eingeladen zu einer, wie ich finde, jetzt schönen, spannenden Diskussion mit unterschiedlichsten Facetten. Das wird sich bestimmt auch weiter vertiefen jetzt am Nachmittag. Und ich nehme einfach nur den einen Punkt auf. Anselm Strauß hat irgendwann immer gesagt, boah, diese Deutschen, die wollen so viel theoretisieren und debattieren, die sollen sich mal zu den Daten wieder hinbewegen. Und das machen wir jetzt auch mit den Forschungswerkstätten. Und ich hoffe, dass Sie viel von dem, was jetzt diskutiert, angedeutet wurde, weitergedacht werden kann, mitnehmen. Vielen Dank, guter Start hier. Und nochmals, Uwe, vielen Dank, dass du da bist.